Ja, okay, das Video hätte eigentlich früher kommen sollen, aber dieses verflixte 1A-Wetter, sorry dafür. Deswegen halten wir uns auch nicht lange mit Intro-Geschwafel auf und starten direkt mit dem How-To fürs Granum Void. Mit Update 28 kam dieser neue Modus ins Spiel. Alles Wissenswerte zu Update 28 findet ihr oben in der Infokarte. Finden könnt ihr den Eingang in den überarbeiteten Korpusschiffen. Hierzu müsst ihr einfach nach den großen goldenen Patschehändchen Ausschau halten, die euch an fast jeder Ecke begegnen. Um aber den Granum Void betreten zu dürfen, braucht ihr jeweils passende Münzen und müsst die Quest Das Deadlock-Protokoll fertig haben. Aber wie kommt man jetzt an besagte Münzen? Ist eigentlich genauso simpel wie das Betreten des Voids selber. Auf den Korpusschiffen bekommt ihr die Meldung, dass ein Herold in eurer Nähe herumflitzt. Kann auch sein, dass der anders heißt, aber ihr kriegt auf jeden Fall eine Meldung, dass da was in eurer Nähe herumflitzt, das ihr umbolzen solltet, um an die Münze zu kommen, die euch Zugang zum Granum Void gewährt. Je nach Levelstufe gibt es auch andere Münzen. In Korpus-Schiff-Level von 0 bis 15 erhaltet ihr die Granum-Krone, also Zugang zum Void T1. In den Levelbereichen 16 bis 30 bekommt ihr die Vorbild-Granum-Krone für T2. Alles ab bzw. über Level 30 belohnt euch mit der Zenith-Granum-Krone. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Herolde in den Missionen echt häufig spawnen. Meistens gibt man da eine Münze aus und kann sich dann gleich wieder neue einstecken. Die einzelnen Granum-Void-Stufen könnt ihr aus jedem Levelbereich starten, mit passender Münze eben. Was in den einzelnen Tierstufen droppen kann, findet ihr in der Videobeschreibung. Um es jetzt aber doch mal kurz anzuschneiden, hier findet ihr Teile für Protea, sowie zu neuen Waffen und einiges an kosmetischem Krimskrams. Endlich im Void angekommen, müssen wir in einer bestimmten Zeit eine gewisse Anzahl von Phantomen töten. Hierfür könnt ihr zum Beispiel die neue Glebe nehmen, 1A, um Phantome zu killen, Xoris aufladen, werfen und explodieren lassen. Ob eure Xoris aufgeladen ist, seht ihr rechts neben eurem Fadenkreuz. Blinken dort gelb-orange Sternchen, ist sie aufgeladen. Aufladen könnt ihr sie, indem ihr einfach die Phantome mit Nahkampfhieben tötet. Mit der Explosion könnt ihr einiges an Phantomen platzen lassen oder ihr sucht die Solaris-Gefangenen und lasst diese frei. Diese werden euch auf der Karte gelb markiert. Für das Freilassen erhaltet ihr zusätzlich 20 Sekunden auf den Timer. Im Übrigen lassen auch die Phantome ab und an Partikel fallen, die euch 5 Sekunden mehr Zeit geben. Wer jetzt noch einen Xoris-Guide braucht, schaut mal oben in die Infokarte oder unten in die Videobeschreibung. Es geht aber auch um einiges einfacher und vor allem schneller, als mit der Xoris das halbe Void explodieren zu lassen. Packt hier einfach einen AOE-spammenden Damage-Dealer-Frame ein. Ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit Mesa gemacht. Mit ihr knallt ihr die benötigten Phantome ruckzuck weg. Equinox, aber auch Mirage können hier verdammt nützlich sein. Habt ihr noch Frames, die den Void rocken? Ballert's gerne in die Kommentare. Wenn ihr mit Mesa drin seid, achtet auch unbedingt auf die Spawnplätze der Phantome. Positioniert euch so, dass ihr sie alle auf einmal wegknallen könnt. Ansonsten in den T3 Void Missionen kann es sein, dass ihr ab und an die Position wechseln müsst. Aber hey, dafür knallt ihr sie ja schließlich schnell genug um. Wollt ihr das Maximum an Loot raushauen, müsst ihr natürlich alle Phantome plattgewalzt haben. Schafft ihr das nicht in der vorgegebenen Zeit, bekommt ihr auch weniger Loot. Ist die Zeit abgelaufen oder das Ziel erreicht, werdet ihr wieder an das goldene Patschehändchen geportet und könnt eure Mission ganz regulär beenden. Ich würde mich ja noch freuen, wenn es im Granum Void irgendwann mal noch mehr zu holen gibt. Ist ein wirklich nicer Spielmodus. Wie findet ihr denn diesen Modi? Schreibt mir hierzu doch gerne einen Kommentar. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal.